Dann wieder vorbei an denen. Die hängen da immer noch fröhlich an der Brücke ab. Der hängt komisch in der Luft. Der übrigens auch. So, dann holen wir uns den da mal. Ja, der springt jetzt hier fröhlich runter. Der hat wieder eine Peitsche. Und ja, das sind die Foltermeister des Jägerheils. Die haben die Untoten hier gefoltert. So. Mit einem Execute kriegt man die sogar instant tot. Und wir nehmen wieder den Heidespeer. Laufen erstmal ein gutes Stück hier lang. Aggron den erstmal nicht, sondern holen uns die beiden. So. Und dann erstmal den Seenhaufen wiederholen. Hey! Das mit den Blocken klappt ja eigentlich ganz gut. Wow, hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt ist er wütend. Erstmal taktischer Rückzug, würde ich sagen. Ohne runterfallen. Und ja, guckt euch das an, wie viel Seen wir schon wieder haben. Oh, ob wir ihn zweihändig so gut kriegen, ist die andere Sache. Wow. Ja. Bei ihm ziehe ich mich gerne zurück und heile mich mal, auch wenn ich noch ziemlich viel Lebenspunkte habe. Nein. Bis hierher verfolgt er uns normalerweise. Wenn wir hier drüber gehen, dann dreht er sich um und läuft weg. Das sollten wir immer ausnutzen. 6 Flakons. Ja, ich hätte den hier gerne mal weg. Wow. Dann passiert nämlich genau sowas. Nein. Geh weg. Genau, weiter verfolgt er uns nicht. Jetzt dreht er um. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Schild so gut klappt, mit diesem hier. Das sollte ich vielleicht auch demnächst mal wieder upgraden. Wow. So, weg mit dir. Dieses Phantom zählt übrigens nicht als Invasionsphantom. Das ist einfach nur ein starker Gegner, der da rumwuselt. So, hier an den Feuersamen rankommen. Ich habe 5 Flakone Vagis und viel zu viele Seelen. Ah, komm. Durch die Mördergasse kommen wir nochmal schnell genug durch.
Wagen wir mal den Boss hier. In der Hölle der Untoten. Ja. Das ist sogar schon wieder unheimlich, fast. Das ist nämlich der Henkerswagen. Und der Henkerswagen ist nicht wirklich das Gefährliche an dieser Sache, sondern die ganzen Skelette, die hier rumwuseln. Außer wir werden von ihm erwischt. Trink schneller. Und jetzt Schild hoch. Bitte komm schnell wieder vorbei. Danke. So. Jetzt warten wir, bis er noch einmal vorbeigefahren ist. Und ja, wir müssen wirklich die ganze Zeit hier Deckung suchen. Ah, jetzt habe ich den Hebel übersehen. Verdammt doch mal, wo ist der Hebel? Ach, da ist der Hebel. Schnell bevor... Wow. Uns trifft, wollte ich sagen. Wir müssen nämlich hier das Gitter wieder runterlassen. Und ich habe nur noch zwei Flakons. Das wird lustig werden. Dann bricht er nämlich hier durch. Der Wagen geht kaputt und wir müssen uns nur noch mit dem Pferd auseinandersetzen. Und das Pferd ist verdammt einfach eigentlich. Wenn man aufpasst. Ja, ich sagte, wenn man aufpasst. Man sollte also eigentlich nicht direkt hinterm Pferd stehen. Genau, weil dann schlägt es nämlich einfach aus. Und man sollte auch nicht zu weit entfernt vom Pferd stehen, sonst macht es einen Sturmangriff. Nämlich den, der das jetzt gleich vorhat. Genau. Wow, das hätte mich töten können. Hat es aber zum Glück nicht. So. Wir haben den Henkerswagen besiegt. Wobei es mehr um das Pferd ging als um den Wagen. Es gibt übrigens noch eine zweite Möglichkeit, ihn zu besiegen als Magier oder Fernkämpfer. Nämlich hier ist ein Abgrund, über den das Pferd jedes Mal mit dem Wagen drüber springen muss. Wenn man im Fernkampf das Pferd oft genug beschießt, oder ich weiß nicht genau, wie man es triggert, also ich habe das nur einmal in einem anderen Let's Play gesehen, dann schafft das Pferd den Sprung nicht mehr und hängt hier fest. Und man kann es in Ruhe totballern. Ja. So, bevor wir hier hochgehen, übrigens haben wir jetzt sehr, sehr viele Seelen, was sehr, sehr gut ist. Ah, ich wollte mal kurz gucken. Das sollte ich wirklich mal auf plus 6 bringen, das Schild. Das hat mir nämlich jetzt gerade wirklich gegen das Phantom draußen gute Dienste erwiesen. Hier ist sogar noch ein Skelett. So, da war ein Skelett. Sind noch irgendwo Skelette?
Und ja, das Ganze war mehr ein Spießrutenlauf als ein richtiger Bosskampf, jetzt bis auf den Schluss. Weil wir einfach hier bis zu dem Hebel rennen mussten. Genau, auf der anderen Seite nämlich. Und ja, der Henkerswagen war dafür gut. Kann ich euch gleich mal die Henkerswagen-Seele zeigen. Infoanzeigen. Die Seele des Henkerswagen, dem die Höhle der Hölle der Untoten untersteht. Der Wagen wurde erschaffen, um Untote zu peinigen, doch dann wurde er zu einem entsetzlichen, wahnsinnigen Ross, einem Blick in die Seele seines Herrn. Also ja, der Henker selber war schon wahnsinnig auf dem Wagen und das Pferd wurde dadurch ebenso wahnsinnig und ja, Ende der Geschichte. Also hier drin wurden die Untoten sogar noch mehr gefoltert als draußen im Jägerhain. Sie wurden allerdings gefoltert. So, ich muss jetzt hier hoch. Denn hier ist erstmal ein Leuchtfeuer. Und noch ein Gnom in... Wobei, ein Gnom kann man schlecht sagen. Der Typ hat kein Gesicht. Ein kleiner Mann. What is it? Oh. You trot on now. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Oh. Ja. Und er sagt, dass wir hier nichts anfangen können. Ganz einfach aus dem Grund, weil er hat ein Covenant, ähnlich wie der Wächter des Blauen in der blauen Zitadelle. Und für dieses Covenant müssen wir erst eine gewisse Voraussetzung erfüllen. So, zwei geborstene rote Augäpfel. Und man könnte meinen, hier scheint etwas Licht hinein. Allerdings kommt das Licht... Ja doch, das kommt aus den Fenstern über diesen Statuen. Die doch ziemlich creepy aussehen. So, jetzt reisen wir mal wieder zu Mac... Nee. Oder? Doch, wir reisen zu MacDuff. Kaufen... wenigstens drei große Scherben, dass wir das Schild upgraden können. Jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt habe ich vergessen, wo MacDuffs Werkstatt ist. Da ist MacDuffs Werkstatt. Graden die auch gleich ab. Auf. Dann geht es nach Majula. Aufleveln. Ja, er verkauft unendlich viele große Scherben. Oh. Ja. Das reicht für das Schild gerade mal so. Wir haben ein bisschen Upgrade. Und jetzt nach Majula. Das muss ich mir gerade mal kurz überlegen. Eigentlich müssten wir von Mollin noch Sachen kaufen. Damit wir seine letzte Stufe freischalten. Weil dann verkauft er eine Rüstung, die ich gerne hätte für den weiteren Spielverlauf. I'm glad to see. Also was kaufen wir großartig von ihm? Am besten die... Die Rüstung wäre nicht teuer. Aber ich weiß nicht, ob sie reicht. Für wie viel habe ich jetzt bei ihm eingekauft? Ich habe 2000 und nochmal so... Naja, ich habe für knapp... Sagen wir für 4500. Ja doch, da müsste die Königssoldatenrüstung gerade reichen. Weil ich glaube, wir brauchen 10.000. Sonst hätte ich die Elite-Ritterrüstung gekauft. So, mal gucken, ob das jetzt gereicht hat.
Weil ich hätte eigentlich liebend gern, bevor wir weitermachen, die beiden Sachen mal weg. Die Augen können weg, die Seele kann weg. Hätte ich nämlich ganz gerne die Rüstung, bevor wir weitermachen. So, die Königssoldatenrüstung ist übrigens die noch unbenutzte Rüstung der stärkeren Hüllen in der Festung der Riesen. Im Wald der Riesen. Also die mit Feuerbomben werfen. Keine Ahnung, warum Mollin die verkauft.